wusste, was auf uns zukommt. Also wir haben in Sindelfingen mit 1-0 gewonnen, das war harte Arbeit. Und ich war aber optimistisch, weil die Mädels einfach top drauf sind. Und ich sage mal, wir können sicher noch besser Fußball spielen, aber ich glaube, der Druck war halt so hoch. Und schlussendlich war einfach wichtig, dass wir gewinnen. Und also wir wollten auch gewinnen. Wir haben uns nicht irgendwie auf Unentschieden verlassen. Ich glaube, das hat man auch gesehen bei den Mädels. Und ich glaube, es ist hochverdient. Einfach, wenn man den gesamten Saisonverlauf anschaut, wir haben viele Rückschläge hinnehmen müssen, viele Spielerinnen immer wieder ersetzen müssen und nie wirklich richtig trainieren können. Und für das haben sie es super gemacht und es ist wirklich eine tolle Mannschaft. Rosi hat immer gesagt, ich soll einfach aufs Tor schießen und das Tor treffen und dann ging halt rein. Ich habe es mir schon gedacht, wenn wir am Anfang ein Tor schießen, dass wir auf jeden Fall weitermachen und es hat ja ganz gut geklappt. Ja, ich fand es ein klasse Erlebnis. Na klar bin ich nach Jena mitgefahren. Ich habe zwar nicht gehofft, dass ich eingewechselt worden bin, aber es war ein super Ereignis, mein Bundesliga-Debüt zu erleben. Und heute die Krönung war super. Ich glaube, in der Außenseiterrolle leben wir ganz gut. Und wir werden natürlich alles versuchen, dass wir das Endspiel erreichen. Ist ja klar, wenn ich so weit komme, dann will ich das schaffen. Und das wollen auch die Mädels. Wir lassen uns überraschen. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man mit Hin- und Rückspiel endlich mal die Chance hat, zweimal gegen Potsdam zu bestehen. Und dass es schwer wird, brauchen wir überhaupt nicht reden. Also Potsdam hat sicher eine gute Mannschaft. Wir geben natürlich Gas und erhoffen uns, dass wir gewinnen und ins Finale einziehen. Ich denke, es ist schon vieles drin, wenn wir so spielen, wie wir es eigentlich spielen. Oder zum Beispiel gegen Frankfurt, weil wir haben eine super Mannschaft, super Zusammenhalt. Und ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.